Warte. Nee, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ah, wir sind heute im Cap Lock. Auf Hold. Einen weiteren feinen Gruß an die bunte, weite Welt dort draußen. Schön, dass ihr die Cookies auch heute mal wieder akzeptiert und uns die nächste Folge hinwegzieht. Müsste dann so der Abo-Button. Ding. Was? Sowas machen wir nicht. Wir dieses, machen das und eine ganz feine Nummer. Die warmen Temperaturen sind jetzt zwar im Augenblick so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, wenn ich so schaue, aber sie kommen wieder. Und was braucht man da? Man braucht ein schönes, schnelles Rezept für einen sommerlichen Salat. Und den machen wir heute aus. Salat? Verrückt. Aber schön ist natürlich, wir machen wieder Himbeerdressing. Da freue ich mich drauf. Das finde ich grandios. Mehr Frische geht ja nicht, ne? Wassermelone. Yes. Oh, Gürkchen, Tomaten, Zwiebelchen. Und selbst der Ziegenkäse ist heute frisch. Es ist Ziegenfrischkäse. Und jeder darf schnibbeln. Und eine feine Salatmischung haben wir mit ein paar Blüten drin, verschiedenen Pflücksalätchen, ein bisschen Rucola und allem Schnieb und Schnapp gemischt. Das könnt ihr nachmachen, wie ihr lustig seid und Bock habt. Hauptsache lecker, Hauptsache geil. Wir fangen an. Ich habe mir nämlich heute auch mal ein Schneidbrett zurechtgelegt, denn ich wollte halt auch irgendwas machen. Eben. Wie fangen wir denn an? Ja, so mit Schnibbeln, weil es ist ja wirklich nur Schnibbelarbeit. Dann mache ich so. Wir brauchen ja keine ganze, ne? Nee. Nee. Mach mal was ganz Wildes. Verrückt. Ganz dünne Streifen oder Würfel oder... Ich mach was ganz Wildes. Nee, das geht so nicht. Viertel? Viertel Scheibchen? Ich muss mich konzentrieren, nicht anstrengen jetzt. Ja, sicher. Ich mache alle ein bisschen anders. Hab ich auch. Guck mal. Jo. Was? Du bist schon mit den ganzen Tomaten durch? Nee, ich habe ein paar übergelassen. Kann das da schon mal mit rein, damit ich das hier loswerde? Ja, klar. Du wolltest das ja so, ne? Das ist nicht spalten, das ist schneiden. Achso, nee, umgekehrt. Das brauche ich noch. Komm, hack! Boah, da geht aber mehr. Nee, und jetzt? Ich hau doch jetzt nicht die ganze Zeit darauf rum. Der Trick ist, das Gleiche nochmal treffen. Frühlingszwiebeln? Ja. Ja, hast du eine Dreiviertelstunde dran geschnitten? Geil, dass ich meine Pfandflasche. Ich habe meine Pfandflasche, ich habe Geburtstag gefeiert. Und die Pfandflaschen sind unter diesem Tisch. Willkommen hier am Kiosk um die Ecke. Ich finde, das ist immer das Schöne, wenn man wirklich mal so einen richtigen Salat macht. Manchmal sträubt man sich, also ich auf jeden Fall, streue ich mich und denke so, oh, Salat. Aber irgendwie macht die Zubereitung immer so viel Spaß, weil man so viel Kleinscheiß hat. Ich merke gerade, wie sehr ich dieses Messer mag. Und das Messer mag dich. Mm. So. Dann sind wir schon. Ja. Nee. Was? Wir haben ja kein Dressing, ne? Nee, aber Schnibbel. Ja. Zack, schnelle Nummer, wenn zwei mal eine Hand anlegen. Das kann man auch falsch verstehen. Melone ist einfach mit das Geilste überhaupt, finde ich. So, alle Inhaltsstoffe. Die Schnibbelarbeiten konntet ihr gerade wundervoll verfolgen. Hier ist alles aufbereitet. Next Step Dressing, ganz schnelle Nummer. Wir machen dieses wunderbare, leckere, mi amore, Himbeerdressing. Und zwar aus welchen Zutaten? Senf. Himbeer.
Süßer Senf. Ja, süßen Senf. Du könntest ja jeden Senf nehmen, ne? Mhm. Aber wir nehmen süßen Senf, weil er so lecker ist. Ein Teil Essig, drei Teile Öl. Ja, du tust immer so, als würde ich mir das merken. Das ist schon wieder 100 Jahre her, dass wir das gemacht haben. Das war in dem ersten Monat, glaube ich, mit der Folge, da, wo wir Himbeerdressing gemacht haben. Beim Rote Bete Carpaccio. Schaut gerne mal rein. Eine sehr angenehme Folge, die ein wunderbares Ergebnis in sich trug. Salz? Mhm. Pepper? Und eine Himbeere. So, das Ganze ist abgeschlossen. Wir können weitermachen. Oh, wir haben ungefähr zwei Pakete, nicht ganz. Wir hatten uns ein paar rausgeklaut, die wir genascht haben an Himbeeren. So, nur noch mit deinen Physematenten da. Ein bisschen Olivenöl. Weil Olivenöl so eine starke Eigengeschmack-Note hat. Weißt du? Ja, weiß schon. Also wirklich nur ein Schlückchen von Oliva. Und da sagst du Stopp, ne? Ich lass dann langsam los. So gut kenne ich dich mittlerweile schon. Aber ich sag trotzdem jetzt Stopp. Wir wollen ja die Emulsion behalten. Das heißt, wenn wir zu viel Öl nachher dazugeben und der Senf das nicht mehr binden kann, verlieren wir die Bindung und das alles trennt sich wieder. Ein wunderbar cremiges, schmeckt richtig schön leckeres. Das riecht auf jeden Fall so, als würde es schmecken. Oh ja, das schmeckt. Boah, das schmeckt perfekt. Das sind aber auch leckere Himbeeren, glaube ich, gewesen. Ne? Wir haben damit alle Schnibbelarbeiten fertig. Unser Himbeerdressing ist mega lecker und fertig. Und wir mixen mal zusammen, damit wir dann gleich einen leckeren Salat anrichten können und ihn sommerlich fein genießen. Der Nico ist schon ganz fleißig dabei. Das ist ganz entscheidend, das in kleinen Schritten für Schrittchen für Schrittchen zu machen. Kannst du so eine Blüte mit reinlegen. Hier. Ich dachte, die wollte ich jetzt gerade nicht mit... Habe ich aber. Mit erwischen. Da unten drunter sind noch ein paar. Die sind alle egal drin. Jetzt hier. So. Da, guck, da ist eine Blüte. Zack. Melona, Melona, Melona. Ich glaube, ich würde auch am liebsten alles benetzt haben. Aber den Ziegenfrischkäse finde ich schön, wenn er ganz weiß oben drüber liegt. Aber den Rest würde ich schon sagen. Den benetzen wir, wie der Chef Cookies nannte. Aber Dressing dazu. Schön viel, wie mir scheint. Magst du gerne, ne? Dann geht's los. Nico ist schon auf heißen Kohlen. Es wird angerichtet. Lecker, lecker. Das Anrichten ist ja heute auch... Sollen wir da noch ein paar Sonnenblumenkerne gleich drüber rasseln lassen? Magst du sowas? Klar. Klar? So lasse er rieseln. Das geht immer. Könnt natürlich alles nehmen, was ihr da wollt. Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Sesam. Da geht alles gerne und gut dabei. Das ist ja das Schöne am Salat. Man kann sich einfach komplett austoben in der Nummer und auch so ein bisschen drin verlieren. Ziegenfrischkäse, ganz handelsüblich, den bröckel ich da einfach rüber. Ihr könnt Hirtenkäse nehmen, Schafskäse nehmen, ihr könnt Mozzarella nehmen, Parmesan. Feta hatte ich ja letztens. Feta. Aber ihr könnt auch gar keinen Käse nehmen, ne? So ist es nicht. Ihr müsst nicht alles immer nachmachen, so wie wir das machen. Wir legen nur was nahe, was ihr daraus macht, sei euch überlassen. Wir beide mögen extrem gerne Ziegenkäse. Wegen der kräftigen und würzigen Note. Okay, so, wir sind damit abgeschlossen und fertig. Ein wunderbar leichter, schneller, sommerlicher Salat mit einer ordentlich fruchtigen Note. Nicht nur durch die Melone, sondern auch durch das Himbeerdressing. Mit ein wenig Würze durch den Käse. Dadurch wird es ja mega frisch. Eben. Wassermelone macht es einfach nur frisch. Ganz genau. Bei den Temperaturen, die letzte Woche herrschten. Richtig geil. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat. Wir hoffen, dass ihr es nachmacht und genießt. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne ein Abo da, kommentiert das Ganze, liked es, verbreitet es, verbreitet uns, habt es gern, lasst es euch schmecken. Wir lassen es euch schmecken, wir haben euch gern. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Verbringt ihr mit der Familie, denn Wichtigeres gibt es nicht. Und die Cookies sind weg. Raus.